Ottos. Klar muss er danach zu Fuß gehen. Oh, wir kriegen ein Auto geschenkt, wenn wir jetzt gewinnen. Genau darum dreht es sich bei vielen von denen. Die Wagen, die Leute, die Party. Kein Wunder, dass die nicht legal werden wollen. Es dauert, bis mehr Leute so denken wie ich. Aber Zeit habe ich. Sieh dir nur diese Autos an. Ein verdammt geiler Fuhrpark steht da draußen. Aber weißt du, worauf unser Freund ein Auge hat? So, jetzt gegen Mustang und so fahren mit dem Audi oder was? Ja, nicht nur Mustang, das ist auch so ein kleiner Mini, glaube ich da. Muss er nicht, wenn er die richtige Art Monster unter der Haube hat. Und wenn ihr nicht aufpasst, frisst euch dieses Monster auf. Was denn, wenn wir jetzt verlieren? Müssen wir uns Auto dann abgeben? Wäre mal interessant zu wissen, weil dann haben wir kein Auto mehr, ne? Ja. One. Und? Warum kürzen die denn nicht hier ab hier? Genau, Böll. Weil wir beide sind klug. Alter. Ja, klar. Oh, die Sonne. Und dann nasse Straße noch. Was ich ja komisch finde. Warum sind denn so gut die Autos? Warum bin ich denn mit meinem Audi so schlecht? Wow, die Kiste hat's echt drauf. Ah, hier sind wir. Ich glaube, es gibt in jedem Rennspiel diese Strecke. Die gab's schon beim Might Night Club. Oh, ich bin hinter dir, Böll. Ich halte dir sozusagen den Arsch frei. Außer du fährst langsam halt. Aber bis jetzt sind die Angreifer weit hinter, also weit jetzt nicht, aber zumindest ein bisschen weiter hinter uns. Oh, die ist geil. Ja, ich auch, ey. Okay, der hat mich überholt. Was ist denn die? Janike. Nein. Na, ich hab dich überholt. Zulässig? Nichts davon ist straßentauglich. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen, legal zu werden, wenn sie dafür so etwas aufgeben müssen? Alter, wie der eine an mir am Arsch steht, gerade das kleine Auto. Ja, ist klar. Der kleine Mini Cooper. Nur davon rede, dass der kalt PS ist oder was. Oh. Läuft bei ihm, ey. Gott im Himmel, ist nicht ohne. Komm. Jetzt ist eine Kurve, die jetzt gleich kommt. Da wissen wir ja Bescheid. Das ist ja... Ne? Und ich stoße genau die gleiche Stelle wieder an. Läuft bei mir. Ich hab ihn hinter mir, ne? Ah, sehr nice. Bist aber immer noch Zweiter. Ne, du bist Dritter. Oh, jetzt kommt er. Okay. Ja, wir kriegen immer zum Schluss. Irgendwie habe ich das Gefühl... So einen kleinen. Nee. Ich versuche es. Und erster. Ja. Perfekt. Geil, Alter! Die Siegermusik, die hört sich an wie von This is a voice of Germany. So in etwa. Street Racing ist nicht neu. Es hat nicht mit uns begonnen.
Einige sagen, es hat in den 20ern mit den Schnapsschmugglern angefangen. Die mussten dem Zoll entkommen, also haben sie an ihren Autos rumgeschraubt, um schneller zu werden. Diese aufgemotzten Roadster und Stockcars? Da gibt es eine direkte Linie zu unseren Straßenmaschinen von heute. Und von den Fahrern zu uns. So, kriegen wir jetzt ein Auto geschenkt? Da ist die Beute, warte mal. Also wir haben nur Teile noch. Bei mir ist noch ein Ladebildschirm gerade. Jetzt hoffen wir nicht, dass es... Performance. Ah, mal gucken. Drei neue Performance. Also. Man wird immer schneller bei. Man hält mich keiner mehr auf. So, was haben wir denn noch für ein Rennen? Warum das immer da stehen bleibt, das hasse ich ja. Das sollten sie mal wegmachen, ey. Die kleinen Wichs, ey. Aber wir haben unten so ein gelbes Rennen hier. So ein richtiges Street Racing HQ. Neue Disziplin. Oder ist es nur ein HQ? Boah. Warte mal. Oh, das ist das HQ. Street Race, Drift Drive, Hyper, Multifahrzeuge beitreten. Ah, nee, nee, das lassen wir mal lieber. Da gucken wir mal ein bisschen. Nein, nein, ach, blödes Scheißding. Wenn man zu schlimm mit den Fingern ist, ne? Noch mal kurz was anderes markieren, was Neues. Wo ist denn das nächste Rennen? Mal gucken. Da ist nichts. Da ist auch. Doch, das ist ein Bootsrennen hier in San Francisco. In San Francisco. Wegpunkt setzen. Oh, wäre jetzt so schön, wenn wir die Küste jetzt entlang fahren würden von Los Angeles. Das wäre geil. Und dann mit dem Bootsrennen schön an Alcatraz so herfahren. Das wäre jetzt nice. So, warte mal, wo ist meine Markierung? Da. Ich glaube, wenn ich in San Francisco Urlaub machen würde, würde ich auf jeden Fall mal an Alcatraz mit dem Boot rüberfahren. Um mal zu gucken, wie das so ausschaut. Es gibt ja, laut Geschichte soll es ja zwei Leute geben, die da ausgebrochen sind. Aber, Was? Haben wir nicht damit Wasser gekommen? Genau, die war ja mit irgendwie. Haben sich ja selber so ein Boot gebaut. Aber die hat man bis jetzt nie wiedergefunden. Die Leichen oder auch halt, die Leute. Fahren wir irgendwie falsch? Nein. Ah, jetzt wird's ja. Na, GPS war kurz durcheinander. Achso, apropos, wo vorhin das gesagt worden ist hier im Video, mit dem, dass früher die Street Racing mit Autos, mit Alkoholschmuggel und so. Hast du dir mal den Film angeguckt? Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber mit Tom Hardy und mit Shia LaBeouf? Kann jetzt nicht sagen, welcher Film das ist, immer. Wenn du sagst nur die Namen von Schauspielern, dann weiß ich nicht, welcher Film. Ja, Shia LaBeouf kennst du da, ne? Ja, ich kenne auch Tom Hardy, aber... Ich weiß jetzt nicht, welchen Film du meinst. Ja, ich weiß, den Namen weiß ich leider jetzt wirklich nicht. Auf jeden Fall, das sind drei Brüder, die dann halt Alkohol brennen. Und dann halt von der Polizei verfolgt werden. Und der Tom Hardy wird die Kehle durchgeschnitten, aber er lebt aber noch. Den musst du dir mal angucken, wenn du den noch nicht kennen solltest. Wenn ich wüsste, wie er heißt, dann würde ich dir natürlich Dings mal schicken. Ich wollte mir erst noch gestern den Film angucken von dem, wo Mama von erzählt hat, da. Aber ja, habe ich doch gelassen. Weil nicht. Ich wollte mir gestern, ohne Spaß, erst einen Film angucken, aber da traute ich mich auch nicht dran. Oh, ist eine Serie. Nee, Film ist das, glaube ich. Reacher heißt der. Ja, eine Filmserie, ne? Irgendwie so, ja. Aber traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht ran. Cool. Ja, ich hatte mir letztens mal den Film S ausgeliehen.
Aber das ist ja kein Horrorfilm. Doch, ich finde schon. Nein, das ist kein Horror mehr. Was ist das denn? Oder was fällt das denn für dich? Das ist nicht ein Horrorfilm in dem Sinne von wie Dings ist. Das ist von der neue S, der... Der ist gut gemacht gewesen. Der ist gut gemacht, ja, aber das ist kein Film in dem Sinne von... Der ist jetzt sowas von gruselig. Nein, nicht. Ja klar, es ist jetzt nicht ganz so wie jetzt zum Beispiel Paranormal Activity oder so. Ich meine halt, aber so von den... Das ist halt so ein klassisch Horrorfilm-mäßig, finde ich, das gemacht. Zum Beispiel Halloween oder auch so die Filme, die sind alle nicht gruselig. Obwohl das ja unter Horror, glaube ich, fällt, das Genre. Aber ich fand den halt gut gemacht. Ist er ja auch. Hä, warum falsche Richtung? Alter, wo fahre ich denn überhaupt jetzt lang? Weil meine Markierung ist schon wieder im Arsch. Meine ist auch gerade im Arsch, deshalb habe ich Flugzeug genommen. Der hat mich irgendwie durch Land geschickt. Ich fahre jetzt durch Stock und Stein hier. Über Stock und Stein, Entschuldigung. Ich finde immer, muss ich sagen, Horrorfilme für mich sind richtige Horrorfilme, also richtig Horror, dass man sich auch wirklich erschreckt und alles Übelste so, wenn die so realistisch sind, dass du wirklich da sitzt und denkst so, what the fuck, Alter, das ist ja so pervers gut gemacht. Und das ist halt S oder so gar nicht. Also das ist ja ganz logisch. Oder auch Freddy Krueger hier, 13 um Elm Street, oder wie der heißt, der Film da. Nightmare um Elm Street, genau so. Aber zum Beispiel so Filme wie, was du dir immer so gerne anguckst, hier deine komischen Mönchs, hier Nonnenfilme und so und Scheiß da, ey. Das muss ich sagen, es ist zwar auch auf eine Art unrealistisch, klar, aber die sind halt so realistisch, so, weil es ja auch immer so ganz komisch, oh, das ist wirklich mal passiert, weißt du, so. Wo du mir davon erzählt hast, ne? Und das finde ich so heftig, ey. Genau, Paranormal Activity, ey. Unnormal. Wo der rauskam, der Film, ey, da habe ich echt so gedacht, so, boah. Das ist ja Realismus pur eigentlich, ey. Oh, genauso Rack. Der erste Teil. Der ist, weil der ist so realistisch gemacht. Also wirklich, der ist ja, da merkst du nicht kein bisschen irgendwas, weil es kann ja wirklich mal sein. Soll ja in September oder so The Nun rauskommen. Oh, ich bin schon da. The Nun. Diese Nonne. Dieser Nonnenfilm. Da gehen wir beide ins Kino. Nee. Doch, wir beide. Alter, krieg ich so eine Angst. Welchen Film müsste ich mir denn angucken, um mich darauf vorzubereiten? Die Conjuring-Filme. Oh Gott, nee. Kannst vergessen, ich habe mir Trailer angeguckt. Das ist zu heftig für mich, wirklich. Sind nicht so schlimm. Welcher Film war das denn? Da habe ich einen Trailer mal gesehen, wo so ein. Ich weiß nicht was, ob ein Mädchen und Junge. Oder halt männliches oder weibliches Geschlecht. Das weiß ich halt wirklich nicht. Halt in der Küche Licht und an und aus macht. Und macht an. Und dann ist weg. Und macht aus. Dann sieht man halt am Ende der Küche halt eine Person stehen. Macht Licht wieder an, zack, wieder weg, macht wieder aus und die Person kommt immer näher. Pro Licht ausmachen. Könnte Lights Out sein. Boah, Gott im Himmel, wenn ich solche... Ohne Spaß, wenn ich mir sowas bei YouTube angucke, solche Sachen, so Trailer, da krieg ich echt Schiss, wirklich. Du, also, nee, geht nicht. Boah. Weil ich hasse das. Wie brauchst du noch ungefähr, ne? Noch 1,7 Kilometer. Dann geh ich im Schnipp pullern. Jo, mach das. Ist das nicht eh ein Bootsrennen? Also, dann warten wir mal auf ihn. Und da ist er ja schon. Ne, ich hatte, wie gesagt, da gibt es so einige Sachen, so Horrorsachen, die kann ich überhaupt nicht ab, ey. Und ich werde auch gleich mal erklären, wenn Burr wieder da ist, was ich genau an so Horrorfilmen, also was für eine Art von Horrorfilm. Ich kann mir zwar Horrorfilme angucken,
Aber